Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einer neuen kleinen Runde Open Transport Tycoon Deluxe. Kennt ihr das nicht? Ihr habt hier eine Stadt und wollt dort eure super tolle neue vierspurige Hauptlinie anbinden. Ihr wollt eine Station bauen und ihr klickt und plötzlich, oh, Bahnhof kann ja nicht gebaut werden. Die Stadtverwaltung von Elshaven verweigert die Genehmigung. Da denkt ihr euch so, was ist denn das für eine Schweinerei? Guckt hier rein und seht, die finden euch einfach scheiße. Tja, woran liegt das? Und das möchte ich mit diesem kleinen Tutorial euch jetzt einfach mal erläutern. Ja, wie ihr seht, die finden uns einfach blöd hier. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Ja, ich habe hier einfach mal im Vorfeld schon ein paar Bäume weggerissen. Die Firmenbewertung bei den Städten, das ist ein ganz interessantes Thema. Sobald ihr eine Station baut, bekommt ihr hier eine Bewertung. Standardmäßig geht's los bei einer Bewertung von 200 Punkten. Die Reichweite reicht von minus 1000 bis 1000 Punkte, also sozusagen 2000 Punkte sind möglich. Wenn ihr keine Stadt angebunden habt, dann habt ihr auch nichts. Oh, Dresden an der Spree, das ist auch mal interessant. Und sobald ihr eine Station baut, ich zeig das einfach mal hier, bekommt ihr eine Bewertung von sehr gut, also im Prinzip 2, nee, Quatsch, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, ich meine natürlich 500 Punkte, es geht bei 500 Punkten los, das heißt, wir haben jetzt hier 500 Punkte und verschiedene Aktivitäten können das beeinflussen, aber ich zeige euch überhaupt erstmal die verschiedenen Phasen der Bewertung, die es dort gibt. Das blende ich dazu einfach mal ein. Also es geht los, wie gesagt, bei minus 1000 bis minus 400. Das ist fürchterlich, das ist die schlechteste Wertung. Das ist das, was wir sozusagen hier erreicht haben. Dann gibt es 399 bis minus 200, sehr schlecht. Dann geht es los bei minus 199 bis 0 ist schlecht. 0 bis 200 mittelmäßig, 201 bis 400 ist gut. 401 bis 600 ist sehr gut. 601 bis 800 ist ausgezeichnet. Und 801 bis 1000 ist hervorragend, die höchstmögliche Wertung. Und ihr werdet euch jetzt sicher fragen, was zur Hölle bedeutet eigentlich diese rote Linie dort in der Anzeige? Ja, das bedeutet ganz einfach, ihr braucht, um überhaupt irgendwas zu bauen zu können, wie eine Station zum Beispiel, braucht ihr die Mindestrate von minus 200 und alles, was niedriger ist, meckert euch die Stadtverwaltung an, dass ihr nichts bauen könnt. Ganz einfach. So, das ist die Übersicht. Und jetzt werdet ihr euch sicher fragen, naja, wie kann ich denn das jetzt ganz einfach erhöhen? Oder welche Aktionen wirken sich wie auf die Stadtwertung aus? Da habe ich auch eine kleine Übersicht vorbereitet. Es gibt verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel eine Station bauen. Tja, die wirkt sich überhaupt nicht aus. Aber ihr braucht, wie gesagt, mindestens hier minus 200 Punkte. Also eine Bewertung von schlecht bis sehr schlecht. Also schlecht, sage ich mal eher, weil sehr schlecht ist ja schon unter dem Bereich. Dann könnt ihr natürlich noch ein Straßenende zerstören. Das ist das Stück hier, das ist ein Straßenende, beziehungsweise eher sowas hier, das ist ein Straßenende. Da braucht ihr eine Mindestbewertung, das ist allerdings abhängig, welche Einstellung ihr an dieser Stelle hier getroffen habt. Toleranz der Stadtverwaltung gegenüber der Landschaftsumgestaltung. Wie gesagt, habt ihr hier das auf hoch eingestellt, dann braucht ihr eine niedrige Bewertung von 16, bei mäßig eine Bewertung von 64 und bei gering eine Bewertung von 112, damit ihr was machen könnt. Das gilt sowohl für ein Straßenende wie hier, als wenn ihr einfach hier zwischendrin eine Straße zerstören würdet. Und das hat natürlich einen negativen Effekt auf die Bewertung. Minus 18 bis minus 50 Punkte werden euch abgezogen, aber das maximal bis minus 100, bis die Gesamtbewertung auf minus 100 ist. Das heißt, ihr seid dann bei der Bewertung schlecht. Tunnel und Brücken zerstören ist ein bisschen ein höheres Thema, weil man damit natürlich auch gleich wichtige Infrastruktur zerstört. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das gleiche übelst reinreisen wird. Achso, ich muss natürlich auch den Abrissbagger wählen.
Hat mich gleich einiges gekostet, von sehr gut auf gut, also von 500 auf gut. Also da haben wir gleich mal so ungefähr 100 bis, ich sag mal, 200 Punkte schlecht gemacht. Das zeigt sich auch in der Tabelle. Mir wurden jetzt einfach mal 250 Punkte abgezogen bis maximal 0. Also bis ihr eine Bewertung von 0 habt. Punkte, 0 Punkte, also sozusagen Durchschnitt. Weiter kann es da nicht sinken an der Stelle. Auch hier die Abhängigkeit von der Einstellung, wie tolerant die Stadt ist. Dann Gebäude zerstören, das ist natürlich auch so ein Thema. Da brauchen auch wieder eine gewisse Mindestbewertung in der Stadt und je nachdem, was eingestellt ist oder wie die Stadt drauf ist, werden euch 40 bis minus 300 Punkte abgezogen. Es kann natürlich auch sein, je nachdem, welches GAF ihr benutzt, kann auch sein, dass ihr überhaupt nichts abreißen könnt, weil diese benötigte Bewertung so hoch ist, dass einfach da nichts geht. Das ist eine Sache, die ist vom GAF abhängig. Tja, Bäume pflanzen, Bäume abreißen und eine erfolgreiche Bestechung und missglückte Bestechung, das könnt ihr immer machen. Das ist aber eine Sache, die hängt dann vom Geld ab. Wenn ihr halt hier keine halbe Million auf dem Konto habt, dann wird das ja auch nicht angezeigt, bei Bäumen analog. Wenn ihr Bäume pflanzt auf ein freies Quadrat wie hier, dann werden euch Punkte gut geschrieben, das zeige ich jetzt einfach mal. Aber das auch nur bis maximal einer Punktebewertung von 220. Wir pflanzen mal einen Baum hier hin. Dann müsste eigentlich die Stadt, jetzt sind wir schon bei mittelmäßig gut und jetzt, wenn ich jetzt hier weitermache, dann steigt das nicht weiter, ihr seht das schon. Also haben wir jetzt 220 Punkte bekommen. Bäume abreißen, wie gesagt, werden einem 35 Punkte abgezogen pro Baum und die Bestechung, ja, plus 200 bis maximal 800 Punkte, wenn es erfolgreich ist. Man kann das ja auch mehrmals hintereinander machen. Ich zeige das einfach mal hier. Jetzt sind wir bei sehr gut, jetzt sind wir bei ausgezeichnet. Aber die höchste Bewertung werden wir nicht schaffen, weil die geht erst bei 801 Punkt los. Und wenn ich es einfach weitermache, ja genau, jetzt habe ich schon die maximale Punktzahl erreicht, jetzt ist das ja nicht mehr verfügbar. Und wenn ich das unendlich weitertreibe, die Stadtverwaltung bestechen, kann es irgendwann sein, ja, das haben die uns entdeckt hier und jetzt wird unsere Bewertung auf minus 50 festgelegt. Jetzt könnte man hier natürlich wieder anfangen, Bäume pflanzen und solche Späße machen. Aber das will ich jetzt an der Stelle nicht machen, denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man die Firmenbewertung hochhalten kann. Man muss einfach warten, denn es ist nämlich so, wenn ihr dort eine Station habt, dann geht die Firmenbewertung jeden Monat um 5 Punkte nach oben, sofern ihr weniger als 200 Punkte habt. Für jede Station in der Stadt, die in den letzten 50 Tagen Waren oder Personen transportiert hat, steigt die Bewertung um 12 Punkte. Das heißt, bei zwei Stationen sind es 24 Punkte sozusagen. Und wenn eine Station in 50 Tagen keine Waren oder Personen erhalten hat, dann sinkt die Firmenbewertung auf 15 Punkte. Also sozusagen bei zwei Stationen, die innerhalb von 50 Tagen keine Bewertungen oder keine Waren bekommen haben, würden euch 50 Punkte abgezogen werden. Also wenn ihr mal wieder hier eine schlechte Firma habt, die schlecht drauf ist, dann habt ihr einfach drei Möglichkeiten. Entweder ihr bestecht einfach mal ein bisschen, ihr wartet einfach, oder ihr macht was für die Umwelt und pflanzt ein paar Bäume. Es kann natürlich auch sein, dass man nämlich im Rahmen, während man hier eine Strecke baut. Ich mache das einfach mal, nicht wundern. Ich habe mir ein bisschen Geld ercheatet hier für das kleine Tutorial. Wenn man hier so ein bisschen hin und her baut, wird das wahrscheinlich eh nicht funktionieren, weil ich habe mir blödes Terrain ausgesucht. Aber ich werde einfach mal hier so eine fiktive Schiene bauen. Ihr seht jetzt, ich baue und das geht dann auch negativ in die Bewertung ein. Jetzt bin ich schon bei schlecht, jetzt bin ich bei furchtbar. Dem Schienenbau ist das egal, aber wie ich vorhin schon sagte, ich kann halt jetzt hier keinen Bahnhof hinbauen. Und deshalb, hier kommt schon wieder die Meldung, deshalb ist mein Tipp, immer wenn ihr was baut, baut zuerst die Station, den Bahnhof, die Bushaltestelle, den Flughafen oder den Hafen oder hier diese, was ist das hier, LKW-Ladeplatz. Baut das immer zuerst.
und macht dann euer Terraforming oder baut eure Strecke. Denn was nützt euch eure schönste geplante viergleisige, sechsgleisige, was weiß ich, gleisige Strecke, wenn ihr keinen Bahnhof bauen könnt, weil die Stadtverwaltung so schlecht drauf ist, dass ihr nichts bauen lassen. Tja, hier gibt es noch verschiedene andere Funktionen wie exklusive Transportrechte kaufen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sich das auch irgendwie auswirkt, wenn ich den Leuten hier ein paar Gebäude sponsere. Nee, anscheinend nicht. Also ist anscheinend egal, wenn ich jetzt hier Werbung mache und sowas, wirkt sich nicht aus. Kriegt die Stadt nur ein bisschen Geld, aber Auswirkungen hat es anscheinend keine. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid zum Thema Stadtverwaltung und Transport. Firmenbewertung in der Stadt. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.